Wer von euch hat geglaubt, als er den Titel gelesen hat, das kann ja gar nicht sein. Aber es ist wahr. Herzlich willkommen bei Autohub. Herzlich willkommen bei einer Testfahrt mit dem Mercedes-Benz EQS. Oder nee, heißt ja gar nicht EQS, heißt ja EQC. Über EQS habe ich mich ja so lange aufgeregt und habe dann irgendwann gemerkt, ich habe ja so sehr aufgeregt über die Nummer, dass ich dann immer nur EQS gesagt habe. Tatsächlich ist es so, dass Mercedes-Benz mir ja kein EQC geben konnte. Jetzt ist auch hier sie wieder an. Aber es hat sich ein freundlicher Mercedes-Mensch gemeldet, ein Verkäufer, hier vom Autohaus Niles & Kraft in Wetzlar, und hat gesagt, Habi, wenn was du unbedingt Auto fahren, Habi, wenn du unbedingt EQC fahren möchtest, dann komm doch einfach vorbei. Wir haben einen da, dann kannst du ihn fahren. Und ich freue mich tatsächlich darauf, mal wieder Mercedes-Benz zu fahren. Und das ist jetzt ungeskriptet auch der erste Moment von mir im Auto. Und wir fahren gemeinsam. Mit an meiner Seite ist natürlich wieder Flo. Ne, auf der Kamera muss ich zeigen. Ach, hör einfach auf zu babbeln, Uschi. Ja, herzlich willkommen bei Autohub. Lasst uns gemeinsam Mercedes EQC fahren. Bevor es losgeht mit unserem Video zum Mercedes-Benz EQC, darf ich euch ganz kurz um ein wenig Aufmerksamkeit bitten. Das Video wird euch präsentiert von der Schilderfabrik. Schilderfabrik ist derjenige, der dieses Video bezahlt. Schilderfabrik, da bekommt ihr eure Nummernschilder. Habt ihr schon mal überlegt, was es Besseres gibt, als vom Zulassungsstelle nach nebenan zu laufen, zu dem Schildertypen, zu dem Schilderheini, dort in der Reihe zu stehen, dann wieder zurückzugehen, zu viel bezahlt zu haben für das Schild? Richtig, online bestellen, einfach vorher reservieren, könnt ihr ja heutzutage eure Nummernschilder vorher reservieren, dann online bestellen, einen Haufen Kohle sparen und direkt mit den Schildern zur Schilderfabrik, Quatsch, zur Zulassungsstelle laufen. Da gibt es übrigens auch hier diese Schilder, guck mal. Hast du sowas schon mal gesehen, Flo? Carbon. In Carbon-Optik. Ist zugelassen. Ne? Ist also kein Carbon-Nummernschild, das ist bloß oben beschichtet, ist zugelassen und die Schilderfabrik schickt euch, gibt euch auch noch so ein Schrieb mit, dass ihr kein Zirkus bei der Zulassungsstelle habt. Wo ihr den bekommt, Link unten im Video. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam Mercedes-Benz EQC an. So, fahren wir mal. Der erste Moment ist... Es ist schon geil. Also, es ist schon immer wieder geil, Elektroauto fahren. Ich merke so ein bisschen, wie lange ich schon nicht mehr Mercedes gefahren bin. Ich muss mich ganz kurz orientieren zum Thema Navigation, Bedienung, Knöpfchen und so weiter. Wer zum ersten Mal in so einem modernen Mercedes drin sitzt, mag sich so ein bisschen von der Displayfülle und den Möglichkeiten im Auto und den vielen Dingern am Lenkrad so ein bisschen überfordert fühlen. Aber ich glaube, jemand... guck mal, wir haben die Augmented Reality Navigation mit dem Auto drin. Haben wir, glaube ich, mal gezeigt gehabt. Kann das sein, dass wir es in der A-Klasse mal gezeigt haben? Gleich mal ausprobieren. Ach, das ist geil gemacht. Das ist schon geil gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt beim Autofahren nicht auf den Bildschirm drauf schaut, stattdessen da rausschaut. Das ist so ein bisschen die Wirkung in so einem Computergame. Ne? In einem Computergame fährst du ja auch Auto nach Bildschirm. Aber hier außerhalb des Autos gibt es ja auch noch eine Realität, wo man fahren kann. Ah, sehr geil. Ja, erster Eindruck. Es ist ja etwas, was mich immer wieder... Oh, ist der komfortabel. Es ist ja etwas, was mich immer wieder anfixt. Der erste Moment in einem Auto, das ich nicht kenne. Also in unserem Berufsleben und das, was wir gemeinsam, der Flo und ich, die letzten Jahre machen, fährt man natürlich immer wieder Autos, die kennt man schon. Also man fährt ein Update, einen neuen Motor, eine Ausstattung. Oder man fährt sie irgendwo, wo man vorher nicht war. Und manchmal fährst du Autos, die komplett neu sind. Da ist dann die Plattform neu, da ist das ganze Auto neu, die Antriebstechnik, alles neu. Und es ist dann schon für mich immer wieder so ein Moment, wo ich sage, das ist das Geilste an meinem Job. Autos fahren,
die andere vorher noch nicht gefahren sind, gar nicht so um dieses Antibetti, ich fahre das Auto, was ihr noch gar nicht gefahren seid, sondern um diese Eindrücke zu sammeln, dieses, was hat sich getan, wie entwickelt sich ein Auto, und das sind natürlich neue Autos in der Geschichte mit diesen Elektromobilen mit die größte Geschichte, die man, mit das größte Erlebnis, was man haben kann. Und das ist übrigens da drüben hier das Autohaus Niles und Kraft. Ich glaube, wir müssen es jetzt als Werbung kennzeichnen. Also wir kennzeichnen das Video als Werbung, weil ich das Autohaus Niles und Kraft in Wetzlar hier nenne, von denen wir das Auto haben. Aber die haben nichts bezahlt dafür. Meine Meinung zu dem Auto ist 100% meine Meinung. Aber YouTube und Landesmedienanstalt wollen das wahrscheinlich so. Deswegen machen wir das so. So, zurück zu dem Eindruck. Vielleicht so ein bisschen, warum ich jetzt mich so drauf gefreut habe, Mercedes EQC zu fahren. Warum es diese Geschichte mit Malmedy gab, wo ich mich so geärgert habe. Und was der aktuelle Stand ganz generell so ist. Ich persönlich, mit Mercedes-Benz hatte ich so eine Liebesbeziehung. Das nervt mich jetzt gerade. Die reagiert immer auf Mercedes-Benz. Hatte ich ja so eine Liebesbeziehung irgendwann. Also der Flo und ich. Ich glaube, eine der ersten Themen war auch Mercedes-Benz. E-Klasse. E-Klasse Coupé damals, wo wir die Seeigel gegessen haben. Ja, erinnerst du dich? Das war toll. Ja, dann haben wir ein GLE in Amerika gefahren. Wir haben den AMG GT4 in Austin auf der Rennstrecke gefahren. Ich habe mich über die A-Klasse mit ihren 4 Bierflaschen Motorraum großen lustig gemacht. Was haben wir noch? Also ganz viele Sachen. War immer eine tolle Beziehung. Und als es irgendwann darum ging, dass ich gesagt habe, der Flo, der kostet mich einfach Geld, Leute. Und ich gesagt habe, ja, Pech. Und was sonst noch so dazu kam, da wurde aus dieser Liebesbeziehung so ein bisschen so ein Bitchfight. Ne? Ist ein bisschen schade. Das ist so, wie wenn du deine große Liebe verlierst und dann siehst du sie mit einem anderen Kerl. Jetzt links fahren. Irgendwo. Also ist mir so ein bisschen emotional. Gut, ich freue mich also, dass ich diesen EQC jetzt fahren darf, denn als der damals rauskam, da fing das an, sich mit Mercedes-Benz. Wie bitte? Da fing es sich an mit MERC, wie wisst ihr, was ich meine, zu zersetzen. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen traurig gewesen, dass ich genau dieses Auto nicht fahren durfte. Es ist ja nicht das erste Elektroauto von Mercedes-Benz. Ne? Manche in der Wahrnehmung, ich darf das Wort nicht mehr sagen, von es ist nicht das erste Elektroauto von doch reagiert sie nicht. Ich bin vor vielen Jahren schon die vollelektrische B-Klasse damals gefahren. Da war ja auch noch ganz viel Technik von Tesla mit drinnen, bevor die sich getrennt haben, bevor Mercedes die Anteile an Tesla verkauft hat. Und ich war damals schon fasziniert. Und das war aber in der Zeit, bevor dieser große Break kam, von der klassischen Verbrennertechnik hin mit voller Energie in die Elektromobilität rein. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Auto für so wichtig. Du weißt schon wen? Ihr wisst schon, wen ich meine. Nicht Voldemort. ist einfach so wichtig, weil man jetzt eben auch eine ganz andere Zielgruppe im Blick hat. Ja? Also bei der elektrischen B-Klasse, da dachte man sich ja so, man braucht das elektrische Auto, aber man ist sich nicht ganz so sicher, wer kauft es und für was kaufen die Leute das. Und beim EQC ist es ja was ganz anderes. Der EQC adressiert ja ganz klar den klassischen Mercedes-Benz-Käufer. Und wir sind im Lieblings-SUV, im Lieblingssegment. Im Lieblingssegment der aktuellen Neuwagenkäufe im SUV-Bereich. Auch wenn das Auto eigentlich, also SUV von der Grundform, aber nicht von Offroad und so. Ne? Da hat es ja gar nichts mit zu tun. Deswegen ist das natürlich ein Riesenschritt für gewesen. A small step for Mercedes-Benz, a big... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Danke. Small step for Mercedes-Benz, a big step for me. Wie schon ein ganz berühmter amerikanischer Astronaut sagte. Ich bin eben hier auf eine Baustelle raufgefahren. Der LKW hinter mir hat Licht gegeben, um mich rauszulassen. Und da habe ich Gas gegeben und da war der da vorne noch nicht weit genug weg. Deswegen habe ich gerade ganz kurz Angst gehabt, dass ich ihm in den Kofferraum reinhüpfe. Ich muss mich also gerade mal gefühlsmäßig auf
Elektroauto adaptieren. Ihr seht schon, ist schon geil. Hier ist Tempo 100. Also, was mich gerade brutal erschlägt, ist der Komforteindruck von dem Auto. Sowas von entkoppelt. Natürlich plätschert hier der Regen gerade auf die Scheibe und das hört sich wahrscheinlich auf der Kamera komisch an, dieses Plätschern, aber der Rest von der Straße ist so entkoppelt, so smooth, so gedämpft alles. Und gleichzeitig hast du mit dem ehemaligen Gaspedal, dem heutigen Fahrpedal, ja, du hast schon, ach, jetzt fällt mir das erst auf. Das ist ja hier gar kein Drehzahlmesser mehr, was natürlich auch gar keinen Sinn machen würde, ein Drehzahlmesser beim E-Motor. Das ist ein Leistungsmesser. 0 bis 100 Leistung geben, 0 bis 100 in der Rekuperation. Ja, hallo. Also wer nicht sofort, wie sagt man denn da, schockverliebt ist. Wer nicht sofort schockverliebt in diese Technik ist, der ist völlig marktbefreit, glaube ich. Ja, wow. Und das ist der Komfortmodus. Schalten wir mal um in den Sportmodus. Du merkst förmlich, wie es das ganze Auto aus den Federn raushebt. Weil er so einen Druck auf der Kette hat. Gut, es gibt keine Kette mehr bei dem Auto. Oder um den Kollegen Malmedy zu zitieren. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wirklich flashen. Ich überlege gerade, was mich am meisten flasht. Ob es der Komforteindruck ist vom Auto. Das Entkoppelte von der Straße, dieses Cozy, dieses Gefühl, eingepackt zu sein, irgendwo in einem Schoß zu hocken, so umarmt, warm gehalten. Oder ob es das Gefühl ist. Boah, ist das gut. Oh Mann, ich bin schon lang kein so... Wie lange fahren wir jetzt, Flo? Die Kamera nimmt jetzt auf. 8 Minuten? 9 Minuten? 12 Minuten. Mhm. Ich bin schon lange kein Auto mehr gefahren, das mich in den ersten 12 Minuten so dermaßen abholt. Du kraust nervös auf der Unterlippe rum. Ja, das ist sofort wieder in meinem Kopf. Das ist immer wenn ich in einem Auto, das ist das Gefährliche an meinem Job. Ich bin ja nun kein JP und kann mir ständig neue Autos kaufen. Aber wann immer ich in so einem Auto sitze, die Faszination ist ja da. Und ich habe noch nie ein Elektroauto gefahren bisher, was mich, das stimmt nicht, ein Tesla Model X, Model X war genauso flashy. Aber Tesla Model X ist in der Verarbeitung ein anderes Niveau. Also das hier knarzt wirklich nichts. Das Ding wird in Bremen gebaut, auf dem normalen Band mit den normalen DLC und so weiter. Ist also built in Germany. Engineered, konstruiert and built in Germany. Und das merkst du, glaube ich, auch an der ganzen Haptik, an dem ganzen Wahrnehmung vom Auto an sich. Und es ist kein Pressetestwagen. Ne? Also es gibt ja so immer wieder die Vorwürfe von, da blitzen sie. Gut, dass wir es wissen, als wir der Hinfahrt schon sehen. Es gibt ja immer wieder auch so die Vorwürfe, dass halt Pressetestwagen besondere Vorbereitungen genießen und deswegen ist es eigentlich so, dass wenn du als Journalist ein Auto getestet hast, was nicht von der Presseabteilung kam, du auch nie wieder in den Presseverteiler reinkamst. Nachdem ich bei Mercedes-Benz momentan ähnlich auf den Presseverteiler hocke, geschenkt. Ne? Aber die Wahrnehmung von dem Auto ist tatsächlich, ich hätte es gern mal ohne Regen. Aber ich denke, man würde komplett in der Ruhe versinken, die das Auto anbietet.
Das ist schon phänomenal. Sag mal, kann es sein, dass wir gar nicht unser erstes Ziel drin haben, sondern immer noch Hamburg? Genau. 431 Kilometer. Das könnte nach Hamburg sein. Da wollten wir gar nicht hin. Zu Leica. Das stimmt nicht ganz. Hey Mercedes. Jetzt ist er beleidigt. Hey Mercedes. Ja, bitte. Navigiere mich zur Firma Leica nach Wetzlar. Die Route zum Ziel Blinka Kamera AG, Anleitspark 5, Wetzlar wird berechnet. Was ich auf jeden Fall noch ausprobieren will, ist das Thema Laden mit dem Auto. Deswegen hatten wir einfach mal ausprobiert, was zeigt er dir an, aber das spielen wir jetzt gleich mal im Stand durch. Das will ich während der Fahrt nicht machen. Was zeigt er dir an zum Thema Navigation? Und es ist alles so intuitiv zu bedienen. Du setzt dich rein und er fährt sich einfach wie ein... Er fährt wie ein normales Auto aus der oberen Preisklasse, ein gehobenes Preissegment. Du hast überhaupt nicht das Problem, du müsstest dich auf irgendwas einstellen. Mit Ausnahme der Tatsache, dass du eben nicht wie ein Verrückter gefühllos beim Ausfahren auf irgendeine Stelle das Gaspedal, das Fahrpedal niederdrückst. Es sei denn, du hast Platz vorne dran, so wie eben schon geschehen. Interessante Wirkung. Was los? Was mich jetzt so gerade ein bisschen gestört hat, war das Bremsgefühl. Warte mal, machen wir gleich nochmal. Kurve, Kreisverkehr, Vorderachse untersteuern. Was mich so. Naja, gut, du kannst das Leergewicht von dem Auto halt nicht verheimlichen. Was mich ein bisschen stört, eben, als wir da diese Kurve raus runtergefahren sind und ich dann gebremst habe, ist ein sehr synthetisches Bremsgefühl. Also da sind wir jetzt schon Autos gefahren, die den Schritt zwischen Bremsgefühl, ich muss gerade mal gucken, wo ich hinfahren soll, linke Spur, ja, den Schritt zwischen Bremsgefühl, also die Rekuperation, wo das Auto Energie zurückgewinnt und ab da, wo es mechanisch auf der Bremse wieder bremst, diese Brücke besser hinbekommen. Das Bremsgefühl war eben so ein bisschen synthetisch. Aber auch da, wie gesagt, wir fahren ja jetzt die ersten 15 Minuten. Vielleicht ist das einfach nur ein Thema, das man sich gewöhnen muss. Was er auf jeden Fall ja hat, ist das haptische Fahrpedal. Das haptische Fahrpedal, das gibt dir so ein Gefühl ins haptische Fahrpedal, wie sagt er denn dazu? Ins ehemalige Gaspedal, dass du, wann du den Fuß vom Gas nehmen sollst. Also wenn du zum Beispiel jetzt sowieso gleich von der Autobahn runternimmst, fährst oder wenn du zu dicht irgendwo auffährst oder wenn du zu viel Gas gibst im Eco-Modus, dann gibt dir das Gaspedal so ein Feedback, deswegen haptisch, und sagt dir, ja komm, zieh doch mal den Fuß ein bisschen zurück und mach mal hier nicht den Grobmotoriker. Also die Liebe zum Elektroauto kann das Ding hier schon wirklich entfachen, glaube ich. Selbst wenn man bisher kritisch dem Thema gegenüberstand, was ich ja gar nicht tue. Aber die Art und Weise, wie ansatzlos das ganze Auto in seiner Bewegung ist, keinerlei Verzögerung vom Schalten, keinerlei Verzögerungen in der Gasannahme, keinerlei Geräusche. Was ist eigentlich für ein Thema Geräusch? Nachdem ich die Pressefahrveranstaltung von dem Auto nicht kenne und mir jetzt auch tatsächlich nicht die Pressemappe durchgelesen habe, überlege ich gerade, was mein Fahrgeräusch ist. Ich schalte nochmal auf Sport. Ruhe. Vollständige Ruhe. Ich nehme jetzt kein künstliches Fahrgeräusch wahr, wo es darum geht, dass man dem Fahrer ein Feedback geben möchte über Last oder Geschwindigkeit übers Fahrgeräusch. Was natürlich dem klassischen Mercedes-Gedanken entgegenkommt. Ne? Also gekapselt, Ruhe, gut zu dosieren. Kannst du fast One-Pedal fahren? Achso, wir haben ja hier auch Pedal, damit kann man die Rekuperationsstufen hier nochmal verändern.
Jetzt habe ich die Pedal, die Schaltpedal auf D-minus-minus gestellt. Und D-minus-minus bedeutet im Prinzip One-Pedal fahren. Wenn ich jetzt vom Fahrpedal runtergehe, dann ist selbst bei Tempo 30 die Bremse drin. Jetzt gehe ich auf D-plus. Und D-plus müsste dann eigentlich Rollen sein, genau. Jetzt bin ich also gerade vom Gas runtergegangen. Jetzt wird überhaupt nicht rekuperiert, jetzt lässt er das Auto rollen, ne? Und was ich wirklich, 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 wirklich beeindruckend finde, ist der Fahrkomfort von dem Auto. Diese wirklich fiesen Löcher da eben an der Straße, über die sind wir einfach nur so hinweggewandert. Da war nichts in der Wahrnehmung wirklich. Sowohl Geräusch als auch die Hubbewegung des Autos. Also wir haben natürlich einen großen Akku. Das ist ja folgendes, der EQC basiert ja zu großen, naja, er basiert. Der EQC ist eigentlich ein Mercedes-Benz GLC, also der klassische SUV von Mercedes-Benz unterhalb des GLE, ne? Größe C-Klasse, sagt man da so in dem Segment. Und bei Mercedes-Benz, jetzt reagiert sie wieder gar nicht, ne? Bevor sie jetzt wieder anfängt, bei hat man sich gedacht, als man dieses Projekt gestartet hat, wie können wir jetzt möglichst schnell ein voll elektrisches Auto anbieten, das kostenmäßig nicht völlig aus dem Ruder läuft, wobei da mache ich jetzt hier mal so Gänsefüßchen rein, zu dem Thema kommen wir noch, was zeitlich relativ schnell umzusetzen ist und auch für uns an den Entwicklungskosten überschaubar ist für den Fall, dass es doch nicht so kommt, wie es zu dem Zeitpunkt aussah, wir uns alle früher oder später elektrisch fahren werden. Ich bin ja davon überzeugt, dass das so kommen wird, früher oder später. Ob das dann batterieelektrisch ist, ob das Brennstoff war, lassen wir offen. Und da hat man sich überlegt, in welchem Segment verkaufen wir die meisten Autos, wo ist die größte Attraktivität für den Endkunden gegeben. Und die größte Attraktivität ist nun mal dieser gerade noch kompakte SUV-Bereich. Das ist beim Daimler nicht anders als bei allen anderen Herstellern auch. Deswegen hat man sich für den GLC entschieden. Und wenn du jetzt den GLC elektrisch machen willst, was ja dann der EQC ist, dann musst du ihn dort bauen, wo der GLC gebaut wird. Und das ist unter anderem das Werk in Bremen. Wenn du aber da ein Auto bauen willst, das voll elektrisch ist, dann darfst du ja nicht anfangen, kannst du nicht das ganze Werk auseinandernehmen, sondern du musst überlegen, wie kann man das umsetzen. Und da ist dann eben letzten Endes alles zusammengekommen, dass man sagt, wir machen halt eine elektrische Variante des GLC. Wir nennen die EQC, um der ganzen Welt zu zeigen, wir meinen es ernst mit unseren Bemühungen. Aber das Auto an sich ist nicht als Elektroauto konstruiert worden. Also das Grundchassis des kompakten SUVs, semi-kompakten SUVs, ist nicht als Elektroauto konstruiert. Also muss man Abstriche machen. Du musst ja, das kann man gleich mal im Motorraum, kann man sich das anschauen, du musst ja den Platz, den du normalerweise hast für den Verbrennerfahrzeug, den musst du anders nutzen. Jetzt hast du als E-Auto mit Allradantrieb ja zum Glück die Möglichkeit, du kannst den E-Motor nach hinten setzen. Du brauchst keine starre Kardanwelle mehr von vorne nach hinten. Du brauchst auch keinen Auspuff von vorne nach hinten. Das heißt, du kannst den Unterboden schon neu gestalten. Beim GLC führte das dazu, dass wenn er als der GLC zum EQC wurde, auch die komplette Offroad-Talente eigentlich flöten gegangen sind. Die Bodenfreiheit des EQC taugt nicht, um damit über den Acker zu düsen. Weil du einfach den Platz, den du unten hast, den Bauraum auch der Batterie schenken musst. Und damit verlierst du nach unten hin ein bisschen Platz. Ist aber, glaube ich, eine Einschränkung, die der klassische Semi-Kompakt-SUV-Käufer völlig ohne Probleme hinnehmen kann, weil die gehen ja sowieso nicht damit ins Gelände. Ja. Stattdessen hast du halt die Lösung, haben sie die Lösung jetzt, dass du ein Auto anbieten kannst. Einigermaßen attraktiv im Preis für das Gesamtpackaging, da kommen wir gleich noch drauf, wenn man das eben mit dem Platzhirschen vergleicht. Und du kannst das auf dem gleichen Band bauen wie sein Marken, wie sein Kernkollege, den GLC. Und habe ich jetzt Einschränkungen? Nun, wie gesagt, im Innenraum ist es halt doch ganz klar ein typischer GLC. Erstmal so von der Raumaufteilung. Bei E-Autos könntest du ja sagen, ich brauche weder Mittelkonsole. Das heißt, ich kann einen durchgehenden Fußraum machen. Das verändert das Raumgefühl.
Ich brauche hinten keinen Tunnel, keinen Kardantunnel, keinen Auspufftunnel. Den hast du aber hier grundsätzlich eben auch mit drin. Den könntest du weglassen bei einem klassisch konstruierten E-Auto. Das sind natürlich so Einschränkungen, die du hast, wenn du von der Plattform kommst, die für einen Verbrenner konstruiert wurde. Ist es jetzt an sich etwas Negatives, was ich jetzt im Fahren von dem Auto als negativ wahrnehmen würde? Nee. Was du nicht kennst, vermisst du erstmal nicht, ne? Also wenn ich kein besseres Raumgefühl in so einem semi-kompakt SUV kenne, vermisse ich es auch nicht. Es ist aber vom gesamten Wahrnehmen extrem gut geworden. Das muss ich einfach mal so neidlos sagen. Ich würde mir den sofort in den Hof stellen. Bevor wir uns jetzt hier ums Interieur kümmern von dem Auto, vielleicht nochmal ganz kurz so als Erklärung. Das ist kein klassisches Review, kein klassisches Auto-Hub-Review, wie wir sonst machen, der Flo und ich. Also zum einen regnet es. Ich weiß nicht, warum der Himmel weint, wenn wir dieses Auto machen oder wenn wir einen Mercedes machen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine philosophische Botschaft dahinter steckt. Und zum anderen ist das Auto ja, als wir heute Morgen zu Niles und Kraft gefahren sind, zu dem freundlichen Mitarbeiter dort, lieber Max, vielen Dank nochmal. Das heißt, ich habe das Auto heute früh geholt, wir geben es nachher wieder ab. Die Zeit, die wir haben, die ich habe mit dem Auto, ist extrem knapp. Die ist so knapp wie ein normaler Test, wenn du so im Autohaus gehst und sagst, ich möchte den mal fahren und so. Deswegen sind meine Eindrücke auch anders oder das Vorgehensweise in dem Video ist völlig anders. Ich möchte euch aber trotzdem ganz gerne über das Interieur kurz mitnehmen von dem EQC. Wir haben uns jetzt hier mal vor das Ernst-Leitz-Museum. Ich wusste nicht, dass das Ernst-Leitz-Museum oder Leitz und Leica aus Wetzlar kommen, aber du wusstest das wahrscheinlich, Flo, als alter Kameramann, ne? Gestellt. Ist ein toller Platz hier. Hesse, okay. Du bist ja fast Offenbacher, bist du. Aber machen wir das fast nicht auf. Hingestellt, weil das ist ein toller Widerspruch. Dieses Bauhausarchitektur, viel Beton. Und dann haben wir den EQC, der so weich von außen designt ist und so kantenfrei gebaut ist von außen. Wenn wir es nicht schaffen, vernünftige Außenaufnahmen zu bekommen wegen dem Wetter, legen wir zumindest ein paar schöne Bilder drüber. Ne? Aber machen wir als erstes das Interieur. Das Interieur, wie gesagt, das Auto ist ja ganz nah an dem, was sonst der GLC ist. Trotzdem hat man sich bei Mercedes-Benz überlegt, was müssen wir denn machen, dass die Leute, die viel Geld für die elektrische Variante hinlegen, auch das Gefühl haben, ein eigenständiges Auto zu fahren. Ne? Also hier drüben diese Gitarre spielen. Gibt es vielleicht schon einen YouTube-Contest? Spiele Gitarre, spiele die Nationalhymne von Frankreich. Wobei das mehr so nach einem buddhistischen Zen-Klang oder so klingt. Da geht das die Leiste hier so außen rum. Ne, die setzt sich da so weiter. Ich muss dazu sagen, das sieht tatsächlich gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Die Lüftungsdüsen, die haben so ein, was ist das? Kupferfarben, oder? Mhm. So eine kupferfarbene Lackierung bekommen. Problem ist, da bin ich wieder ganz in meiner Natur, das da fasst sich nicht nach 100.000 Euro Auto an. Ne? Das fasst sich eher so nach, naja. Dann haben wir hier die Kupferfarbe, setzt sich hier weiter. Das Ding ist, glaube ich, im GLC auch anders geformt, der Armaturenträger. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Aber dafür hast du das große Instrumentenbrett da reingesetzt, diese beiden großen Displays, die sitzen hier drin. Sieht gut aus. Der Rest hier, ihr kennt diese Geschichte mit dem Klavierlack. Ich weiß immer noch nicht, ob es als SA-Ausstattung mittlerweile Staubschutztücher gibt dafür. Da blaues Licht. Blau ist ja irgendwie so die Farbe der Elektromobilität geworden. Der ganze Eindruck hier in dem Auto ist, ich fühle mich auf Anhieb fast ein bisschen wie früher. Fast ein bisschen wie zu Hause, wie zurückkommen. Wenn man lange kein Mercedes gefahren ist. Aber es wirkt gut. Nur, dass ich auch wieder so die klassischen Kritikpunkte habe, wo ich sage, Leute, wenn ihr doch eine Premium-Marke seid, macht doch auch irgendwas, was sich haptisch anfühlt, als wäre es Premium und nicht so futtelig hier. Ja? Aber gut, wahrscheinlich gibt es nicht einen EQC-Käufer, der meine Kritik nachvollziehen kann, der sagt, ja, das wirkt sich hier so futtelig. Gibt es wahrscheinlich nicht einen. Von daher, drauf geschissen, lasst die Wahrheit des deutschen Automobiljournalisten als Wahrheit gelten. Da kommt übrigens gerade eine chinesische Reisegruppe aus dem Leica-Museum.
Und sie würdigen dem Auto, sie würdigen das Auto keinen Blickes. Also, was ist denn los? Ben Sher war, glaube ich, das chinesische Wort für Mercedes-Benz. Oh. Klingt, hat irgendwas mit Pferd und Sprung, glaube ich, zu tun. Ben Sher. Ja. Wollen wir mal kurz durchschauen, was besonders ist im Entertainment-System gegenüber den anderen Fahrzeugen, weil da muss sich ja auch EQ-mäßig was getan haben. Da gibt es hier die EQ-Variante und dann hast du hier den Energiefluss. Du siehst die beiden E-Motoren, ist ja dann wie gesagt ein Allradauto, tief unten die Batterie. Wir sehen Verbrauchsanzeige, Ladeoptionen, Suche nach Ladestationen und das ist das, was ich vorhin schon ganz genial fand. Aber warte mal, das war nicht hier drin, sondern wenn wir die Navigation angehen, ach übrigens, ne, ich so lange nicht mehr Mercedes gefahren, ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich hier, was denn? So? Nee, das war eine andere Marke. So, wohin? Jetzt fahren wir nach Hamburg, haben wir vorhin gesagt, wir fahren nach Hamburg und dann heißt es ja, aber Moment mal, wenn du jetzt nach Hamburg fährst, 459 Kilometer und die aktuelle Reichweite sind 219 Kilometer. Also muss ich unterwegs laden, ne? Und jetzt habe ich hier drüben, schön gemacht, direkt eine Ladesäule und kann sagen, Tankstellenstrom entlang der Route. Und jetzt sagt er mir, welche Ladestationen entlang der Route sind. Das ist schon erstaunlich viel, oder? Findest du nicht? Eine ist am Daimlerring. Na gut, was ist das? Grün ist deine Reichweite. Das Grüne ist, genau, ist deine Reichweite. Wobei das ja auch schön ist. Was die nicht machen ist, du erinnerst dich an unsere Testfahrt im Hyundai Ioniq, wo ich gesagt habe, so und so viele Kilometer Reichweite und dann sagte er, da ist die Ladesäule. Und dann war das ein rein theoretischer Reichweitenwert aufgrund Nadel reinstecken, Kilometer ziehen, aber nicht die Fahrstrecke berechnen. Mhm. Und der macht genau das. Er zieht die Fahrstrecken mit rein. Und das siehst du jetzt hier an der Form. Je nachdem, wie du fährst und wohin du fährst, hast du eine andere Reichweite. Ne? Also es ist jetzt kein runder Kreis mit dem Radius deiner aktuellen Reichweite, sondern du siehst, wohin du mit deiner Reichweite auf welcher Strecke auch wirklich kommen würdest. Also wir würden von hier fast bis ins Zentrum von Brüssel jetzt fahren können. Oder eben, wenn man sich das anschaut, na hier, das guckt jetzt nicht, so geht's. Wir würden jetzt nach Hamburg wollen. Hamburg, hoppla, warte mal, wie zoome ich? So zoome ich. Hamburg liegt da oben erst, da kommen wir definitiv nicht hin. Du könntest also jetzt aber schon im Prinzip sagen, wo machen wir denn ungefähr unsere Pause, so von der Planung her, wenn dir das hier noch nichts so sagt, ne? Also auch hier ist halt ein Unterschied zwischen günstigen Großserienherstellern und dem, was andere Marken können. Finde ich gut gemacht. Was haben wir denn noch eigen? Das ist so ein bisschen Auto erkennen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Okay. Dynamic Select, Ausstiegshilfe brauche ich immer weniger. Der Bauch kleiner wird. Licht, ambiente Licht. Gibt es hier irgendwas Besonderes für ein Elektroauto? Das habe ich auch nicht vermisst, aber okay. Schön. Also ich muss sagen, die ganze Wahrnehmung an dem Auto ist wie aus einem Guss. Das wollen wir gleich nochmal ausprobieren. Da zeigt er dir, was du machst. Betriebsanleitung, Energiefluss. Den bisherigen Verbrauch. Gut, also das ist natürlich klar, so wie wir jetzt gefahren sind. Ja, und auch die Energie, also das ist schön gemacht. Grafisch schön gemacht, Punkt. Das würde ich jetzt auch nicht als Testgröße nehmen. Ne? Das ist auch ganz wichtig bei dem Video zu verstehen, das ist kein Testvideo, in dem ich das Auto hinterher mit der Note beurteilen kann. Das ist eine super, super subjektive Geschichte jetzt. Maximaler Ladezustand, maximaler Ladestrom. Kannst du den Ladestrom variieren, beschränken. Oh, gut, jetzt bin ich da rausgegangen, Abfahrtszeit. Und jetzt gehen wir nochmal suchen nach Ladestationen entlang der Route. Kommst du auch hin. Ja, guck mal, das ist auch neu.
Das Progressiv-Layout. Ich bin ja so gerade so am Suchen und Erkennen nach fast einem Jahr Mercedes-Benz-Pause. Was ist neu an den Autos? Das ist tatsächlich ein Jahr Pause jetzt, Flo. Mhm. Letztes Jahr habe ich den AMG absagen müssen, als die Geschichte mit der Nase. Erinnerst du dich? Das war Dezember. Mhm. Wir sind ein Jahr lang kein Mercedes mehr gefahren. Hier im Design drin kannst du auf Progressiv umstellen. Das kenne ich aus der E-Klasse zuletzt. Aber im EQ haben sie ein ganz eigenes Design gemacht. Da hast du wieder die Kupferfarbe. Die Kupferfarbe soll wahrscheinlich an die Wicklung von E-Motoren und so weiter erinnern. Hübsch gemacht. Das HUD habe ich hier oben drin, das Head-Up-Display. Auch da wieder der Punkt, Head-Up-Display ist einfach ja, in der Größe sehr, sehr geil. So, und da haben wir die Reise, den Reisecomputer schön gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher. Guck mal, das ist echt schön gemacht. Hier, ich stehe jetzt auf der Bremse, ne? EQ Power 0. Jetzt gehe ich runter von der Bremse und der rollt an. Das ist ja auch ein Punkt, dem klassischen Automatikfahrer den Umstieg zu erleichtern. Weil normalerweise gehst du ja im Automatikauto runter, der Wandler hat ein bisschen Zug und das Auto fährt los. Und im E-Auto ist es ja die Definitionsfrage, möchtest du erst aufs Gaspedal losfahren oder möchtest du losfahren, wenn du runtergehst von der Bremse. Jetzt gehen wir mal auf Maximum Range. Optimale Geschwindigkeit wird eingestellt, Druckpunkt am Lenkrad, am Fahrpedal reagieren. Aber trotzdem das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das abstellen kann, dieses Fahrgefühl. Und dieses... Es tut mir leid. Die Verbrennerzeit ist echt... abgelaufen. Es ist jetzt Maximum Range und trotzdem fühlt sich das Auto nicht abgewürgt an. Man hat es ja häufig, wenn du Autos hast, wo du auf Eco oder so umstellen kannst, dann fühlt sich das ganze Auto so abgewürgt an, so lustlos, so. Oh, ich habe jetzt keinen Bock. Ah, ist ja geil. Hier ist Tempo 50. Und schneller kann ich auch gerade nicht fahren. Also er bremst mich da genau gerade so ein. Ist Fahren für Dumme. Nächst rechts abbiegen. Sehr schön. Hilft mir. Jetzt gehe ich runter vom... Er hat mir eben gesagt, geh runter vom Gaspedal. Er hat mir so ein Feedback gegeben. Jetzt hier ist Tempo 30. Ich kann das Gaspedal jetzt genau so weit durchdrücken, dass ich auf Tempo 30 beschleunige. Ich kann jetzt auch weiter beschleunigen, ne? Aber das haptische Fahrpedal hat jetzt dafür gesorgt, dass ich genau so weit beschleunige, dass ich auf das aktuelle Speedlimit beschleunige. Also das ist echt idiotensicher. Ich weiß nicht, ob man in ein paar Jahren überhaupt noch Führerscheine braucht für Autos. Ne, da hast du die Navigation so, dass du keine Karte lesen musst. Augmented Reality. Das Gaspedal sagt dir, wie schnell du fahren darfst. Der Spurhalteassistent passt auf, dass du nicht aus der Spur rausfährst. Ja. Eigentlich brauchst du gar keine autonom fahrenden Autos mehr. Ein Schimpanse in so einem assistenzgesteuerten Fahrzeug reicht völlig aus. Assistenzsysteme ist schon auch so ein Mercedes-Thema. Und jetzt segeln wir gerade. Ganz wenig. Ja, er segelt mich auf Tempo 30 runter. Völlig smooth, im Flow deiner Bewegung, die hier erlaubt ist. Ich habe meinen Gasfuß eben nicht verändert, aber das Speedlimit hat sich von 30 auf 50 verändert und gleichzeitig hat er dann, obwohl ich meinen Gasfuß nicht verändert hat, also erlaubt, dass wir auf diese 50 jetzt hoch beschleunigen. Das ist echt spooky, aber gut. Gut. Was bin ich froh, dass das Auto nicht von Mercedes-Benz kommt. Die würden alle sagen, jetzt bist du gekauft vom Daimler. Ich habe so einen Bock auf dieses Auto gerade. Das macht so eine Laune. Es ist das beste Elektroauto, das ich bisher gefahren bin. Es ist auch eins der, nee, gut, der Tesla Model X damals, was haben wir damals gekostet? 198.000 Euro, der war schon auf der Preisliste drauf. Ich verliere Irrsinn. Die größte Skepsis der Flat Earther, derer, die Elektroautos so skeptisch sehen, ist ja, ja, aber wenn der keine 1000 Kilometer am Tag fährt, dann kann ich den nicht haben, weil ich muss dreimal im Jahr 1000 Kilometer am Tag fahren, dann habe ich auch keine Zeit. Gut. Wir haben jetzt noch eine Reichweite von 185 und wenn wir jetzt mal ausprobieren, was mich selber interessiert,
Der EQC kann ja mit bis zu 150 kW laden. Das heißt, theoretisch kannst du 150 Kilowattstunde in einer Stunde in die Batterie pressen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder irgendein Physikstudent und sagt aber, du hast den Komma irgendwas falsch gesetzt. Kilowattstunde. Also du kannst mit 150 kW laden und hier an der Tankstelle Katzenfurt, weiß ich, aus einer Pressemeldung gibt es einen Ionity-Lader mit bis zu 350 kW. Ionity ist das Ladenetz, an dem sich die großen Automobilhersteller aus Deutschland beteiligt haben. Die gesagt haben, naja, also was Tesla seit 5 Jahren kann, können wir auch demnächst schon. Das habe ich, glaube ich, wieder irgendwie wertend gesagt. Das, was andere Hersteller schon lange können, werden wir auch können müssen. Nee, irgendwie anders. Also auf jeden Fall gibt es hier Ionity-Lader, die bis zu 150 kW können. Jetzt überlege ich mir gerade, warum weiß ich nicht, auf welcher Seite ist eigentlich die Ladebuchse gewesen, Flo? Weißt du das? Ich weiß es. Rechts. Rechts? Rechts. Ist die rechts? Dann muss ich aber trotzdem von der Länge... Diesem kleinen Pfeilchen da Glauben schenken sollen. Aber ich glaube, ich packe trotzdem rückwärts ein, ne? Damit ich da... Also, wir werden jetzt das Spiel machen. Wie lange dauert das Laden? Ich kann euch sagen, wenn ihr normalerweise mit Flo auf Achse seid, so wie ich gestern mit Flo auf Achse war, von München zurück nach Offenbach, besser rein, dann machst du mindestens 3 Pinkelpausen und eine Brechpause, ne? Weil Flo sein... Ist auch egal. So, wir haben jetzt 187 Kilometer Reichweite. Es ist 12 Uhr. Ich steige jetzt aus und werde ausprobieren, wie viele Kilometer gewinne ich in der Zeit, in der ich kurz pinkeln gehe und Flo und mir einen Kaffee hole. Einverstanden? Käffchen? Ja. Cappuccino oder Käffchen? Cappuccino. Cappuccino. Aua. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Du hast recht gehabt, hinten rechts ist die Dose. Das ist schon ein Kabel, wo du sagst, ich habe den dickeren, ich habe keinen Vertrag. So, ohne Vertrag. Bitte scannen Sie den QR-Code. Den da wahrscheinlich, ne? Intercharge Payment Ionity. 8 Euro pauschal. Jetzt kaufen. 8 Euro pauschal. Das heißt, ich zahle jetzt 8 Euro, egal ob ich 1 kW laden werde oder ob ich 80 kW lade, 75 kW lade. Jetzt bezahlen. Der Ladevorgang wird gestartet. Der Ladevorgang wurde erfolgreich gestartet. Gut, ich hole einen Geldbeutel. Käffchen oder Cappuccino? Was hast du gesagt? Cappuccino. Cappuccino. Wieder was gelernt. Großer Kaffee bedeutet bei Coffee Fellows großer Kaffee. Ich verbrenne mir gerade die Hände an diesem riesigen Eimer Kaffee. Wir haben jetzt wirklich gebraucht zum Pinkeln. Ihr seht das, 7 Minuten 54 für einen kleinen Cappuccino, einen großen Kaffee und zweimal die Schlange an die frische Luft bringen. Und haben jetzt geladen 6 Kilowattstunden in der Zeit. Da das hier pauschal 8 Euro kostet, die Ladung, würde ich den gerade mal weiterlassen. Im Augenblick laden wir mit 46 kW. Theoretisch sind auch die Lader hier bis 350 kW fähig, dachte ich. Und das Auto bis 150 kW, richtig? Ja. Gut, 8 Minuten. Wir lassen ihn jetzt laden, würde ich sagen, weil bezahlt ist bezahlt. Setzen uns kurz ins Auto rein, trinken uns ein Käffchen und dann düsen wir weiter, oder? Ja, sag mal, wie viel hast du da jetzt, wie viel kW hat er genommen? Ja. 6 Kilowattstunden hat er genommen. Er nimmt, du siehst ja. 50 Kilometer jetzt ungefähr. Ja, es kommt darauf an, wie du halt fährst. Also, wir haben ja vorhin durch die Weltgeschichte. 50 Kilometer. Vorhin durch die Weltgeschichte bist du bei 35 Kilowattstunden, die du brauchst. Ja. Wenn du normal fährst, bist du bei, mit dem Auto, ist halt große, bist du bei 20 Kilowattstunden. 20, also, aber du siehst, es, das ist ja minütlich, was da jetzt gerade reinpumpt. Und das, obwohl er noch nicht mal die Maximalladeleistung hat. Ja. Du kannst also, eigentlich kannst du zuschauen,
wie er den Batteriezustand da rein. Also das ist schon. Ja, es ist ein bisschen schade, dass er da nicht die 350. Guck mal hier. Ja, genau. Stell dir mal vor. Na ja, gut, das Auto könnte hier bis 150 irgendwo. Jetzt sind wir gerade. Ich kann es ja nicht sagen, ob wir zu heiß sind, ob es zu kalt ist, ob das Wetter scheiße ist, ob es am Kaffee liegt oder an meiner Bonität. Wer weiß das schon? Nee. Aber guck doch mal, wenn du alleine siehst, wie das reinhaut. Ja. Na, du kannst ja zuschauen. Jede Minute, die du hier quatschst, bist du schon weitergekommen. So, meine Brille muss ich eh putzen, bevor wir weiterfahren. Dank Regen. Kaffee kann ich so auch nicht trinken, weil er viel zu heiß ist. Lass ihn mal weiterladen. Bezahlt ist bezahlt. Aber das. Was ich ja auch spannend finde, ist, dass ich jetzt keinen Vertrag abschließen musste. Ich musste keine Ladekarte mitnehmen. Ich bin jetzt einfach nur hier rangefahren, den QR-Code. Also das ist gegenüber dessen, was ich so vor 5 Jahren zum ersten Mal in Elektroautos ausprobiert habe, auch ein riesiger Schritt weiter. Ja? Also es entwickelt sich ja tatsächlich. Es passiert ja wirklich was. Jetzt sind wir schon bald gleich bei 10 Kilowattstunden, die wir geladen haben. Und 10 Kilowattstunden ist 60 Kilometer oder so in der Ecke dann. Das Bild wollte ich euch noch zeigen. Was man auf dem Bild gut sieht, ist dieser Einbaurahmen. Ne? Dieser Einbaurahmen, der füllt den Raum aus, den du normalerweise als Motor- und Getriebeeinheit hast. Das ist zum einen ein Halterahmen, ein Montagerahmen, um den Einbau leichter zu gestalten, damit du die Fixpunkte der normalen GLC-Karosse nutzen kannst. Und zum anderen ist es ein Crashschutz für die gesamte Einheit. Und hier unten hast du dann eben den Batteriekörper, der unten drin sitzt. Ne? Und du siehst dann, da wo normalerweise ein Antriebsstrang und ein Auspuff und so weiter den Platz nehmen würde oder der normale Batter, die normale Tank, da sitzt dann in der normale Akku drin. Und ich habe ja gesagt, mir sind so ein bisschen die Pressethemen zu dem Auto abgegangen, weil ich da nicht mehr mit Mercedes-Benz zusammen, da wollen wir jetzt gar nicht mehr in die Tiefe gehen, haben wir breit genug ausgearbeitet. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen bei der ADAC-Seite. Der ADAC sagt, die 80 kW Akkukapazität des EQC reicht bei deren gemäßigten Fahrweise, sind die auf. Was möchten Sie tun? Ausschalten. Das Head-Up-Display wird nicht mehr angezeigt. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Die sind bei ihrer gemäßigten Fahrweise auf 25 Kilowattstunde auf 100 Kilometer Verbrauch gekommen, weil du vorhin gefahren hast. Und dann bist du bei 320 Kilometer Reichweite für die gesamte Akkukapazität. Und ich habe auch nochmal nachgelesen hier, dass die an der Ionity, so sagt es der ACAC, mit 110 kW laden sollten. Ne? Was der ADAC bemängelt, ist, dass der AC-Lader an den 22 Kilowatt-Säulen, an den 22 kW Ladesäulen, die du wirklich noch viele hast, der AC-Lader nur mit 7,4 kW laden kann, weil dem Auto ein eigenes Ladegerät im Prinzip fehlt. Aber zu Hause sind diese 7,4 kW ja wiederum kein Problem. Ne? Das Auto steht 23 Stunden am Tag in der Garage. 23 mal 7, so viel Akkukapazität hast du nicht. Du stellst ihn 12 Stunden über Nacht rein, Auto voll. Egal, was du für einen Schnarchlader zu Hause hast. Ne? Von daher alles gut. Und ich habe auch nochmal nachlesen müssen, das sind 650 Kilogramm, die angegeben werden für den Akku. Der 80 kW Akku wiegt 650 Kilogramm. Ja, das erklärt natürlich 650 Kilogramm tief unten im Wagenboden, wieso sich das Auto überhaupt nicht wie so ein SUV fährt, sondern im Prinzip wie eine normale Limousine, weil du hast so einen extrem tiefen, niedrigen Schwerpunkt drin. Ne? 408 PS, 760 Newtonmeter. Da war es wieder, das ist das Newtonmeter-Grinsen. Das merkt man einfach unheimlich gut. Das Auto, das bombardiert dich mit Drehmoment, scheißt dich mit Drehmoment zu und zieht dich darum. Gut, jetzt waren wir eine halbe Stunde hier an der Ionity-Ladesäule. Ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter. Wir haben ein bisschen darauf gewartet, dass das Wetter besser wird, dass wir die Zeit nutzen können und noch ein paar schöne Bilder machen können. Ja, aber das ist natürlich, ja, es ist halt Dezember in Deutschland, ne? Ist halt einfach auch mal Scheißwetter. Deswegen fliegen Autojournalisten immer nach Barcelona, Lissabon und so weiter. Ich stöpsel den ab und wir fahren noch eine Runde. Das gönne ich mir selbst. So, 22,8 kW haben wir geladen.
Ich würde jetzt fast sagen, das ist so ein Hubby-Stecker. Dickes Ding. Komm, fahr noch eine Runde. Es ist auch immer wieder, es ist immer wieder spannend. Filmst du? Nimmst du auf? Ja. Es ist auch immer wieder spannend, wie sich so im Auge des Betrachters das Design von so einem Auto verändert. Also, als ich den wieder, gleiches Thema, ich kenne den eigentlich bisher nur von Bildern. Ich habe ja weder die Presseveranstaltung mitgemacht, noch sonst irgendwas bei denen. Und in echt sieht er tatsächlich gar nicht so scheiße aus. Also ich hatte ursprünglich das Gefühl, von vorne, das Design von vorne geht gar nicht. Jetzt vor dem Auto stehend, würde ich sagen, das habe ich nie behauptet. Haben wir mal ausnahmsweise die Möglichkeit, eine Designbesprechung zu machen an einem Auto aus einer Perspektive, die einem wirklich neue Perspektiven ermöglicht. Denn das da ist das Design von Elektrofahrzeugen letzten Endes. Ein komplett geschlossener Unterboden, aerodynamisch komplett geschlossen, perfekt verarbeitet. Und was dann halt bei der V-Klasse, nochmal ein kurzer Schwenk zur Technik, V-Klasse. Jetzt habe ich schon fast verraten, was wir demnächst mal machen, ne? Was beim EQC eben dazu kommt, ist, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Technik, bevor wir Design jetzt machen. Du hast hier unten, man sieht diesen Rahmen, dieser Bereich, der schwarze, der hier komplett glatt ist. Wenn man hier hinter geht, hier hinten ungefähr, Flo, siehst du so einen Metallkasten, so ein Aluminiumrahmen, würde ich sagen, ist das. Das ist der Bereich, in den die Batterie eingefasst wird und der dann von unten auf den GLC, dass er zum EQC wird, gesetzt wird. Und damit verlierst du eben so ein bisschen Bodenfreiheit auch, weil das halt ein bisschen mehr aufträgt in der Gesamttiefe als beim GLC. Aber der Vorteil, man sieht es halt sehr gut, der ganze Unterboden komplett verkleidet und das steigert natürlich, das verbessert den CW-Wert. Aber jetzt zurück zum Design. Lassen wir wieder runter. Wir können jetzt wirklich mal eine tolle Geschichte machen fürs Design. Wir können das Auto aus der Hocke anschauen, ohne in die Hocke zu gehen. Geil, oder? Hä? Noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer. So, das ist so ein bisschen der Hockenblick, ne, glaube ich. Und tatsächlich ist der EQC auch eins von den Autos, die auf Bildern nicht vernünftig wirken. Auf Bildern war ich wenig begeistert, gerade von der Front. Ich bin ja ein Freund der klassischen Mercedes-Front, also gerne einen Plakettenkühlergrill und einen aufgesetzten Stern im Fahrtwind. Und dieses neumodische Design mit einem Kühlergrill, der nicht mehr als Kühlergrill zu erkennen ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Und beim EQC kommt ja noch hinzu, dadurch, dass das Elektroauto mit dem Elektro-Tagfahrlicht so eine Spange nach außen und dann durchgehend über die gesamte Breite sich zieht. Da verschwindet natürlich das, was du normalerweise bei einer Mercedes-Benz siehst. Kühlergrill, Scheinwerfer, Scheinwerfer. Das komplette klassische Design verschwindet. Ist schwierig am Anfang, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch einfach das Fahren, der Spaß beim Fahren, der dann sofort wiederum so eine Verbindung zum Auto hin. Gehen wir noch kurz nach hinten. Von der Seite, ich finde, von der Seite ist der GLC so eindeutig zu sehen und zu erkennen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Von hinten finde ich super, dass man hier wirklich komplett auf Fake-Auspuffrohre und Auspuffrohre-Design etc. verzichtet. Es gibt ja heute diese absolute Unart, dass man eigentlich keinen Auspuff mehr hinten sieht, aber eine Auspuffblende hinmacht optisch. Das wird pervertiert, wenn man einen Hybriden oder ein elektrisches Auto macht. Hier hast du so einen richtig schönen, runden, cleanen Bereich. Und auch hier muss ich sagen, am Anfang konnte ich mit dem Heckdesign gar nichts anfangen, in echt. Ich lasse das Auto mal noch weiter runter, Flo.
In echt wirkt das Rückleuchtendesign wieder anders. Also der hat ja relativ schmale Rückleuchten und dieses durchgehende Leuchtenband hinten, und das wirkt in echt auch wieder ganz anders, als es auf Bildern wirkt. Es bleibt beim Grundsatz, man kann kein Fahrzeugdesign beurteilen, finde ich. Keine Füße drin. Man kann kein Fahrzeugdesign beurteilen, solange man das Fahrzeug nicht in echt vor einem sieht und am besten noch im Straßenverkehr, also im Vergleich mit all den anderen Autos auf der Straße. Erst dann lässt sich Design wirklich beurteilen. Und in echt wirkt der Arsch auf einmal sexy. Auf Fotos dachte ich mir, um Gottes Willen, was so Hustegutz hier. In echt wirkt es wieder ganz anders. Wo ich noch nicht ganz abgeholt bin, ist bei Mercedes das ständige Anpassen von Leuchtengrafiken. Also im Prinzip habe ich momentan so das Gefühl, jeder neue Mercedes hat eine neue Leuchtengrafik. Anstatt, es wird ständig was verändert, du bist ständig im Flow. Mir fehlt so ein bisschen die Kontinuität, das klare Wiedererkennen von den Fahrzeugen. Ein Blick unter die Motorhaube. Wenn man die Motorhaube öffnet, sieht man erstmal gar nichts, außer einer großen Plastikabdeckung. Die kann man zum Glück recht leicht rausnehmen. Und dann sieht man genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, nämlich diesen Montagerahmen. Das da, der Montagerahmen, in der gesamte elektrische Antrieb eingesetzt wird. Und dann kannst du nämlich das Auto auf dem Fertigungsband neben dem GLT genauso in die Hochzeit bringen. Also Hochzeit ist ja das Verheiraten von Antriebsstrang und Karosse, nennt der Kfz-Mensch Hochzeit. Indem du es da reinfährst, dann montierst, du hast also, und dann kommen der restliche Anschlüsse dran etc. Du siehst es also hier relativ deutlich, wobei ich so ein bisschen verwundert bin, ob der Qualität von diesem Rahmen. Das sieht doch aus, als wäre das alles noch sehr handgeschweißt. Gerade Flo, komm mal hier rüber bitte. Wenn man sich hier so die Schweißnähte anschaut und dann den Silberlack, der da drüber gesprüht wird, oder hier drüben die Schweißnähte, das ist irgendwie noch nicht so Manufakturcharakter. Könnte man auch ein bisschen mehr erwarten noch. Aber gut, das ist der erste Schritt. Also ein spannender Schritt. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank an das Autohaus Niles & Kraft und an den Max, die mir das ermöglicht haben, EQC zu fahren, jetzt mal zu erleben, mir meine eigene Meinung zu dem Auto zu bilden. Und in der Tat, ist das tatsächlich wieder jetzt ein Auto, wo ich sagen würde, würde ich mir sofort kaufen. Sofort. Komplett überzeugend. Es mag weder das beste Elektroauto der Welt sein, noch das beste Auto der Welt. Es mag nicht das bestverarbeitete Auto der Welt sein. Es mag nicht das beste Preis. Gar nichts. Aber in der gesamten Wahrnehmung und dem Schritt zu sagen, jetzt gehe ich elektrisch, fahre elektrisch im Alltag, und was bedeutet das, was muss ich mich umgewöhnen? Da ist es einfach ein Auto, was ich in dem gesamten Fahrgefühl, in dem gesamten Erleben des Autos für so gelungen finde. So gelungen, dass ich über all die Schwächen und über all die Punkte, die ich nicht so geil finde, ganz großzügig hinwegschauen würde. So, jetzt bin ich mal wieder gespannt auf eure Meinungen. Endlich mal wieder ein Mercedes auf dem Kanal gehabt und dann auch gleich noch den EQC. Und jetzt seid ihr dran. Das war AutoHub. Mein Name ist Björn Habecker. Mein Freund, wenn ihr mich den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt schaltet ab und die Kommentare unten drunter. Danke euch.